Hallo und herzlich willkommen zurück zu ja, einer weiteren Prognose in FIFA 14. Wir sind jetzt hier mit Mainz zu Hause gegen Hertha unterwegs. Aus dem Grund ein sehr besonderes Spiel, wie ich finde, weil Mainz hat tatsächlich die Chance, mit einem Sieg gegen Hertha zu Hause bis auf einen Punkt an die Champions-League-Qualifikationsplätze ranzuspringen. Ja gut, natürlich müssen dafür Wolfsburg und Schalke verlieren, allerdings stehen die Chancen gar nicht so schlecht, sage ich mal, weil Wolfsburg ja gegen die Bayern muss, was ja schon eine extrem harte Aufgabe werden wird. Und ja, Schalke, vor allem in den letzten beiden Spielen, jetzt nicht unbedingt die super herausragende Klasse bewiesen hat. Und ja, deswegen gegen die starke Offensive der Hoffenheimer eventuell tatsächlich verlieren könnte. Damit stehen die Chancen für Mainz gar nicht so schlecht, dass tatsächlich beide verlieren könnten. Und na gut, mit Hertha hat man eigentlich einen direkten Konkurrenten, sind glaube ich genau 2 Punkte auseinander. Das heißt, auch Hertha hat die Chance, nah ranzuspringen an die Champions League Qualifikationsplätze, beziehungsweise schon mal nah an die Euro League Plätze ran. Also für beide ein sehr wichtiges Spiel und deswegen ist eigentlich für beide ein Dreier als Ziel für dieses Spiel relativ realistisch. Und ja, deswegen finde ich, dass dieses Spiel sehr besonders ist und es ist ein Sonntagsspiel. Ich musste mich wieder für ein Sonntagsspiel entscheiden, weil ich wieder innerhalb der Woche nicht dazu kam aufzunehmen. Deswegen nehme ich jetzt am Freitagabend auf und ja, haben genug gesehen, können loslegen. Hoffe ich mal, dass es zumindest von der Spannung her ein ähnlich gutes Spiel wird wie bei der letzten Prognose. Das war ja vielleicht eine der spannendsten Prognosen, die ich bislang aufgenommen habe. Und auch wenn man das mit dem wahren Fußball vergleicht, eigentlich recht realistisch. Die Tore sind wesentlich realistischer gefallen als solche normalen Standard-FIFA-Tore. Und ja, nicht halt so hohe Sachen wie dann, keine Ahnung, ein 3-0 oder ein was weiß ich, sondern wenn dann halt mal zwei relativ gleich gute Teams gegeneinander spielen, dann kann das auch mal so sein. Das Ergebnis hat ja auch gestimmt. Gut, das Spielverlauf nicht ganz, aber 2-1, das Spiel ausgegangen, 2-1 ist das Ergebnis gewesen. Mal sehen, ob unsere heutige Prognose wieder Ähnliches vorbeibringen kann. Okazaki jetzt auf jeden Fall schon im gegnerischen Strafraum, spielt den Ball auf Moritz. Und da hat Kraft die erste richtig gute Tat gehabt. Gut, der Schuss war jetzt nicht wirklich stark, den kann man aus der Position schon mal besser machen. Aber der Pass von Okazaki kam genau in der richtigen Sekunde, genau in der Sekunde, in der Moritz gerade gestartet ist. Ah, und jetzt Geis war da ein bisschen überfordert damit, dass er den Ball dort gekriegt hat. Aber die Mainzer machen momentan jetzt zumindest in den ersten Minuten ordentlich Druck und zwingen die Hertha da ordentlich in die Defensive zurück, die bislang den Ball nur vernünftig rausschlagen konnten und selbst noch zu keinem Angriff kommen konnten in den ersten 10 Minuten. Jetzt vielleicht mal durch einen Konter von Ramos, aber nein. Das macht Noveski stark, das macht Ramos aber auch schwach. Und wieder die Mainzer im Vorwärtsgang. Soto spielt den Ball auf Co. Co kann sich da eventuell durchsetzen. Nein, kommt da nicht durch. Aber Okazaki bringt den Ball zu Co. Aber, naja. Über den Abschluss wollen wir jetzt mal nicht reden. Es war kein Abseits. Ich sag mal, ein technisch stärkerer Spieler hätte da eventuell sogar zum Fallrückzieher eingesetzt. Ich habe sogar die L2-Taste gedrückt gehalten beim Schuss. Das heißt, theoretisch wäre das möglich gewesen, aber da ist Co. wohl nicht technisch stark genug für. War auf jeden Fall eine richtig gute Chance. Jetzt aber das erste Mal bei Hertha, das gibt es nicht. Das erste Mal Hertha in der 13. Minute. Meint schon 3-4 richtig große Chancen. Und dann einmal schlägt Kraft den Ball weit ab. Ein Pass, die komplette Abwehr ausgehebelt. Und dann sieht aber auch der Torwart nicht gut aus in die Situation. Eigentlich total zentral aufs Tor mit nicht wirklich starker Wucht. Also den muss er eigentlich... Gut, natürlich hat nicht viel Reaktionszeit und so weiter und so fort. Aber theoretisch muss er dann nur seine Körperfläche etwas erweitern. Und den hat er. Ja, sieht natürlich dann ganz, ganz, ganz blöd aus. Aber naja... Was soll man machen? Hertha führt. Mainz kann sich zu Recht ärgern, denn diese erste Viertelstunde ging eigentlich komplett an sie. Hertha war nur in der eigenen Hälfte, hatte, keine Ahnung, was weiß ich, 20% Ballbesitz oder so. Kein Zweikampf gewonnen, nichts. Die Mainzer haben die so in ihren eigenen Strafraum gedrängt, schon 3 richtig große Chancen gehabt. Und dann kommt halt die Hertha und macht das 1-0. Und schon muss Mainz daherlaufen, aber mit Moritz hier eine gute Balleroberung. Spielt den Ball auf Okazaki, der kann mal draufhauen. Macht er auch, Kraft lässt nur abreihen, hat dann aber Glück, dass sein eigener Spieler steht. Moritz wieder mit der Balleroberung. Macht den starken Beginn bislang. Zumindest vom Zweikämpfen her immer wieder der Sieger. Da ist er auch schon wieder, Moritz auf Geis. Und der versucht es mal mit etwas ganz Spektakulärem.
Da habe ich zwar nicht mal annäherungsweise hingezielt, aber gut. Dementsprechend ist es dann noch geworden. Ganz spektakulär schlecht nämlich. Moritz. Diesmal hat er den Ball nicht gekriegt. Und die Hertha kann wieder nach vorne gehen. Lieber Skelbred über den Torschützen zum 1:0. Ramos lässt sich sehr weit zurückfallen. Der Tierer über die Außen. Jetzt Moritz geht mit in die Verteidigung und holt sich den Ball. Und jetzt vielleicht die Mainzer mit dem Konter über Postpech. Ah, da hat aber von den Berg aufgepasst. Jetzt können die Hertaner mal ein bisschen Druck machen hier. Aber wenn Hatira da bislang viel auffällige Aktion, aber nur durch Ballverluste. Und da kriegen die Mainzer mal den Einwurf. Problem mit dem Ball hochzuheben bei Moritz, aber das geht dann am Ende doch. Und eigentlich sollte er den Lauf von Postpech spielen, hat er auch nicht gemacht. Aber wenn die Spieler nicht auf ihren Trainer hören wollen, dann haben sie halt selber Schuld, wenn sie solche Konter anfangen. Aber wieder ein Ballverlust durch Benatira. Der ist bislang nicht gut drauf. Vielleicht kann er wenigstens den Einwurf zum eigenen Mitspieler bringen. Ja, das funktioniert. Skelbred wieder. Auch aktiv in der Offensive bislang. Da ist wieder Benatira. Und der Pass war etwas stark. Deswegen verliert Skelbred drin. Aber Benatira mit der nächsten Chance. Diesmal bringt er ihn zum Mann. Ramos, Ramos. Und er kriegt den Elfmeter. Jetzt wird es natürlich ganz bitter für Mainz. Die Berliner waren zweimal in ihrem Strafraum. Einmal gibt es das Tor, einmal gibt es den Elfmeter. Schauen wir das mal an. Na, da bin ich mir nicht sicher. Letzte Woche haben wir schon einen Elfmeter gehabt in der Prognose, der so definitiv nicht gegeben werden sollte. Und ich sehe da eigentlich, dass Postpech den Ball spielen will. Und Ramos dann ausholt zum Schuss und dann halt statt den Ball den Fuß von Postpech anschießt. Oh, aber wir brauchen da gar nicht groß drüber reden. Denn der Elfmeter wurde gehalten. Aber trotzdem nochmal. Für mich schießt eigentlich eher Ramos. Also Ramos tritt eigentlich gegen das Bein von Postpech. Und nicht andersrum. So ist das für mich, finde ich, kein zwingender Elfmeter. Ich weiß nicht, was das Regelwerk dort dann insbesondere hundertprozentig perfekt genau sagt. Aber ich persönlich würde dazu tendieren, dass es keine ist. Aber dann geht hier trotzdem das 2:0 für die Hertha. Richtig schlechte Leistung vom Torhüter hier an dieser Stelle, obwohl er vorher noch den Elfmeter gehalten hat und damit sein Team eigentlich gerettet hat. Lässt er den Ball jetzt zweimal vollkommen unnötig nach vorne abprallen und beim zweiten Mal steht dann Ramos bereit und schiebt das Ding zum 2:0 rein. Nach wie vor immer noch bitter für die Mainzer. Auch wenn die Berliner jetzt etwas stärker wurden in der letzten Zeit, ist das Spiel jetzt doch nach der Anfangsviertelstunde der Mainzer höchstens ausgeglichen. Also ein Unentschieden würde ich bislang als gerechtfertigt betrachten. Stattdessen steht es 2:0 für die Hertha und es wird jetzt natürlich ganz schwer für die Mainzer, das jetzt nochmal in die eigene Richtung zu lenken. Zweimal Rückschläge bekommen, einmal eine richtig, richtig starke Anfangsphase durch den ersten Angriff der Hertaner. Das Gegentor bekommen, jetzt einen Elfmeter gehalten und dann ein paar Sekunden später dann wieder das Gegentor bekommen. Jetzt muss man sich natürlich mental erstmal wieder in die Partie reinfinden. Und durch solche Pässe geht das natürlich gut. Okazaki, Okazaki, immer noch Okazaki. Und dann verzieht er den Ball. Nächste große Chance für die Mainzer. Die Laufwege stimmen, die Pässe kommen in den perfekten Momenten. Nur der Abschluss, der ist bislang bei den Mainzern noch verbesserungswürdig. Bin ich mal gespannt. Hertha jetzt hier auf jeden Fall wieder mit dem Abstoß. Bei denen wird der Trainer jetzt, denke ich mal, auch so langsam sagen, ja, Leute, wir führen 2:0, jetzt passt mal auf, dass er hinten nicht so viel zulässt wie momentan. Und wieder Benatira mit dem Ballverlust. Weil die Mainzer kriegen jedoch einige richtig gute Chancen. Sie die nächste, Okazaki, Okazaki, und wieder schießt er den vorbei. Das ist unglaublich. Was die Mainzer hier an Chancen vergeben. Vor allem die Bälle in die Spitze, vor allem die Bälle, also der letzte Pass quasi, der ist so perfekt bislang bei den Mainzern. Nur die Abschlüsse, an denen hapert's. Also von Großchancen her würde ich tatsächlich sogar sagen, könnte es mittlerweile tatsächlich eine Führung für Mainz verdient sein, oder müsste mittlerweile eine Führung für Mainz verdient sein. Aber, wie gesagt, der Abschluss, der Abschluss, der Abschluss, das größte Manko der Mainzer bislang in diesem Spiel. Und hinten zwei richtig unglückliche Situationen und zwei Gegentore bekommen.
Und so kommen wir halt zu diesem wahrscheinlich Halbzeitstand von 2 zu 0 für Hertha. Über verdient oder nicht, spricht in ein paar Wochen eh keiner mehr. Deswegen muss Mainz jetzt einen drauflegen, und zwar unbedingt. Am besten noch vor der Halbzeit, aber da müssen sie sich jetzt beeilen und ich den Ball eine Dreiviertelstunde da auf der Bank suchen. So, schöne Kombination. Moritz kann die Flanke bringen. Abgeblockt. Moritz immer noch am Ball. Bringt den Ball zu Co. Der sieht oben Choupo-Moting. Choupo-Moting immer noch am Ball. Versucht in den Strafraum einzudringen. Schafft aber nicht. Verliert dreimal den Ball. Holten sich am Ende nicht zurück. Die Herthaner schießen den Ball einfach nur nach vorne. 5 Minuten Nachspielzeit gibt es. Das ist in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr merkwürdig. Und sehr, sehr ungewöhnlich vor allem. Aber dadurch bekommen die Mainzer jetzt eventuell nochmal die Chance. Nochmal den Einwurf. Ball zu Moritz, der bringt die Flanke. Da steht Okazaki und wieder kriegt er den Ball nicht aufs Tor. Co. nochmal mit der Balleroberung. Wieder zu Moritz. Wieder zu Okazaki. Der wieder zu Moritz, der wieder zu Okazaki und wieder einer dazwischen. Das ist unglaublich. Und immer noch nicht vorbei. Nochmal die Mainzer, jetzt ist der Ballverlust da. Jetzt könnte der Schiedsrichter langsamer abpfeifen. Tut er aber immer noch nicht. Wir sind jetzt mittlerweile in der 12. Minute der Nachspielzeit und dann pfeift er auch mal ab. 2:0 der Halbzeitstand für die Hertha. Und ich würde sagen, das ist, glaube ich, das unverdienteste Ergebnis, was ich bislang in einer Prognose erspielt habe. Die Herthaner haben einen unverdienten Elfmeter bekommen, der dann zum Glück auch gehalten wurde. Das hier war der erste Angriff überhaupt von ihnen. In der 13. Minute war es, glaube ich, zum 1:0. Auch da sah der Torwart schon nicht so super gut aus und auch beim 2:0. Dann der Torwart nicht unbedingt mit der besten Leistung. FIFA zeigt es natürlich nur, die Hertha-Chancen sind super. Da richtig gut pariert, aber das war bislang noch die einzig gute Aktion des Mainzer Torhüters, weil hier, den darf er niemals so perfekt zu Ramos abreihen lassen. Den muss er irgendwie festhalten, weil so stark war der nicht geschossen, und wenn er nicht festhalten kann, irgendwie ganz weit weg fausten, aber nicht dahin. Und die einzige Mainzer Chance, die gezeigt ist, ist die 6 Torschüsse. What the fuck? Okay, also entweder habe ich das Spiel vollkommen falsch im Kopf, oder FIFA hat hier gerade irgendwie 6 Torschüsse. Okay, das 1:0. Der Elfmeter, das ist der zweite. Der Schuss, den er abreihen lässt, ist der dritte. Und das Tor zum 2:0 ist dann das vierte. Aber an mehr kann ich mich echt nicht erinnern. Ah, Elfmeter, nicht Elfmeter, abseits natürlich. Wir haben nur 5 Schüsse insgesamt. Okay, also ich erinnere mich an die Riesenchance von Co. Ich erinnere mich, dass wir 2 Chancen vor der Chance von Co. hatten. Ich erinnere mich, dass 2-3 Mal Okazaki daneben geschossen hat. Und dann noch der Kopfball von Okazaki gegen Ende. Das sind für mich eigentlich schon 7 oder 8 Schüsse, die wir abgegeben haben. FIFA sagt uns 5. Sehr merkwürdig, egal. Müssten keine Torschüsse sein, weil die gingen ja alle vorbei, weil der Abschluss bislang sehr schwach war. Aber Schüsse immerhin, egal. Jetzt große Chance und wieder nicht. Wieder nicht zum Abschluss gekommen. Gut, wir sind auch einige Male nicht zum Abschluss gekommen, das stimmt schon. Aber wie gesagt, ich kann mich allein an 8 Schüsse erinnern oder an 7 Schüsse auf jeden Fall. Also kümmern wir uns nicht um die Statistiken. Meine Wahrnehmung ist bislang, dass Mainz das Ding hier dominiert. Und jetzt wieder daneben schießt. Das ist echt nicht wahr. Ja, Okazaki, jetzt würde ich mich aber langsam auch mal an den Kopf packen. Das ist aber bestimmt schon die 6. Riesenchance, die du daneben haust. Und jetzt kommt Ronny fürs Gelbrett, für den Torschützen. Ronny ja einer der stärksten Hertha-Spieler. Allerdings scheint ihm wohl so ein bisschen die Ausdauer zu fehlen. Deswegen kommt er immer erst spät rein. Aber ich denke mal, auch der... Auch Luukay wird gemerkt haben, dass das da momentan überhaupt nicht gut läuft für seine Mannschaft. Und wenn Okazaki mal etwas besser abschließen würde, dass es dann tatsächlich schon eine Führung für die Mainzer geben könnte. So, ich weiß echt nicht, was ich hier machen soll. Haben wir Nikolai Müller nicht dabei? Ist der verletzt? Ich weiß es gar nicht. Ja, wir haben keinen vergleichsweise besseren Stürmer als Okazaki da vorne. Ich meine, ich könnte Parker jetzt gleich mal bringen, aber ich glaube, dann lasse ich noch ein paar Minuten Zeit. Weil wie gesagt, Laufwege und Schnelligkeit und so weiter und so fort, Reaktionsschnelligkeit war bei Okazaki alles perfekt bislang. Nur halt der Drecksabschluss, die kriegt er überhaupt nicht geschissen. Und jetzt der nächste
Angriff der Hertha, das ist 3-0. Das ist die Entscheidung. Hertha gewinnt in Mainz. 4-3-0. Es müsste 5-3 stehen für Mainz. Das ist meine persönliche Meinung zu dem, was ich hier bislang gesehen hätte. Mainz müsste hochführen. Stattdessen führt Hertha ganz hoch, weil die haben 3 Chancen und einen Elfmeter, der ungerechtfertigt ist. Der Elfmeter, der ungerechtfertigt ist, wurde gehalten. Und die 3 Chancen, die sie haben, haben sie alle 3 zu einem Tor gemacht. Während Mainz, keine Ahnung, 8 Chancen, 9 Chancen, mittlerweile 10 Chancen in der zweiten Halbzeit hatte und nicht einen einzigen von diesen Bällen vernünftig aufs Tor gebracht hat. Und dadurch kommen wir jetzt momentan zu dem Ergebnis von 3-0. Gnadenlose Effektivität bei den spielerisch schlechteren Hertaner. Und jetzt aber mal aufs Tor, aber wieder nicht präzise genug. Choupo-Moting. Ball abgewehrt von Kraft, Ecke. Geis bringt ihn jetzt rein. Da steht Bell, der kommt nicht dran. Kazaki gewinnt den Kopfball wieder nicht und schon können die Hertaner kontern. Wird es der vierte Angriff der Berliner? Vandenberg, unten steht Ramos, oben ist Ronny. Ronny, immer noch Ronny, immer noch Ronny auf Benatira. Bislang nur Mist gebaut und auch hier wieder. Abstoß. So, jetzt muss ich vorne einfach Parker bringen. Okazaki gewinnt leider kein Kopfballduell und hat bislang den schlechtesten Abschluss, den ich bei irgendeinem Spieler in FIFA jemals gesehen habe. Deswegen muss ich jetzt einfach Parker bringen. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Nikolai Müller verletzt ist oder nicht. Den hätte ich jetzt nämlich als erste Wahl gebracht. Scheint wohl so. So, Moritz. Geht da an seinen Gegenspieler vorbei. Kann über die Außen kommen. Kann die Flanke schlagen. Da steht auch schon Parker. Mit seinem ersten Schuss. Und der ging schon mal aufs Tor. Damit hat er schon mal mehr Offensivgefahr auf den Platz gebracht als Okazaki im gesamten Spiel. Indem dieser Schuss aus der Drehung aufs Tor ging. So, Choupo-Moting. Oh. Das war abseits. Aber auch der wäre zumindest aufs Tor gegangen. Aber für die Mainzer ist es jetzt eigentlich fast wirklich... Also ein Sieg ist hier eigentlich unmöglich. In 25 Minuten jetzt noch 4 Tore zu schießen. Klar, im Fußball ist alles möglich. Aber ich musste dazu auch noch berechnen, dass ich hier in FIFA natürlich auch noch eine etwas begrenztere Zeit habe, als die man in echt hätte. Weil es sind jetzt ja keine echten 25 Minuten. Sondern vielleicht noch 5. Wenn überhaupt. Und deswegen wird es sehr, sehr schwer, das Ding hier noch zu drehen. Eigentlich unmöglich. Wenn wir jetzt direkt ein Tor schießen, dann ist noch ein Unentschieden drin. Aber dazu müssen wir unsere Chancen erstmal machen. Dazu gehört, dass wir die erste Chance überhaupt erstmal machen. Ja, es war ein schlechter Ball von Moritz, aber Parker geht direkt drauf. Ah, Moritz! Ah, verdammt. Bislang viele Bälle erobert, den jetzt leider nicht. Fuck! Das kann nicht wahr sein. Kann er den beide nicht kriegen? So, Hertha kann sich jetzt Zeit lassen mit dem Kontern. Die Uhr läuft gnadenlos runter. 15 Minuten noch zu spielen. Weiterhin eine 3-0-Führung für Hertha. Sieht nach und nach immer mehr so aus. Als würde Hertha BSC das Spiel hier mit viel weniger Offensivchancen, mit viel weniger Offensivgefahr, mit extrem schlampiger Abwehrarbeit bislang tatsächlich gewinnen, einfach wegen der, ja, Inkompetenz der Mainzer, den Ball im Abschluss aufs Tor zu bringen. Parker wieder, Parker holt immerhin den Eckball raus. Er wird durch Geis ins Spiel gebracht, da steht Bell, der kommt wieder nicht an den Kopf. Bei Kopfballstärke ist auf jeden Fall bei den Berlinern stärker als bei den Mainzern, die haben bislang jeden Kopfball gewonnen. Jetzt Konter durch Ronny. Und starke Grätsche von Soto. Ist jetzt schon länger im Spiel, als er, glaube ich, jemals war in dieser Saison. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der jemals länger gespielt hat als 20 Minuten. Vielleicht hat er deswegen dieses Laufduell auch nicht mehr gewinnen können. Sami Alagui, Niemeyer. Bosogai. Gute Balleroberung von Choupo-Moting. Jetzt kann es vielleicht nochmal einen Angriff geben. Choupo-Moting. Oben läuft Moritz.
Und der Ball kommt total beschissen. Also ich glaube, der schlechteste Ball, den ich jemals irgendwie gesehen habe, egal für wen der bestimmt war, der kam unglaublich schlecht. Soto nochmal. 5 Minuten sind zu spielen. Hier geht es für Mainz vielleicht eventuell nur noch darum, zu zeigen, dass er auch Tore schießen können. Aber momentan stellt Hertha hinten alles zu. Mainz versucht es nochmal, aber bei Spielern wie Choupo-Moting fehlt jetzt auch die Ausdauer. Da kann jetzt der Trainer nochmal einen frischeren reinbringen. Aber das ist auch wirklich, wenn nur noch Ergebniskosmetik. Mainz verpasst die eventuelle Chance mit bis zu einem Punkt an die, ja, Champions League Qualifikationsplätze ranzuspringen. Dann nehmen wir hier mal Steamling und Mali rein. Dafür nutzt Hertha wohl die Chance, hier an Mainz vorbeizuziehen im direkten Duell und eventuell noch an den einen oder anderen. Und damit gute Chancen auf die Euroleague-Plätze zu haben. Naja, Conny hat hier nochmal viel Platz. Die Mainzer springen auch nochmal etwas offensiver, wollen jetzt natürlich ungern das vierte fangen. Aber darauf geht Hertha, glaube ich, momentan noch gar nicht. Es sei denn, es wird einem so auf dem Silbertablett präsentiert, wenn man da hinten den Ball so unnötig verliert. Im Aufbauspiel Hertha nochmal im Vorwärtsgang, Benatira aber nach wie vor eine der schlechtesten Leistungen irgendeiner Spiele, die ich gesehen habe. Nochmal ein Fehlpass, Ronny! Und macht hier fast das 4-0 mit dem, ja, mit der eigentlich vierten Chance, wenn man den Elfmeter mal rausnimmt, der Herthaner. Jetzt machen wir erst die Wechsel, 2 Minuten Nachspielzeit. Vielleicht kriegen die Mainzer hier noch eine Chance. Nein, die kriegen sie nicht. Der Schiedsrichter pfeift, nachdem er in der ersten Halbzeit 12 Minuten nachspielen lassen hat, in der zweiten Halbzeit direkt ab. Hertha BSC Berlin gewinnt, auch wenn es sich merkwürdig anhört, bei der Höhe unverdient mit 3-0. Ich denke, das brauche ich nicht nochmal erklären. Ich habe es oft genug erklärt. Für mich war das ein klarer... Also wenn das in echt so passieren sollte, mit diesen Chancen, dann würde ich sagen, ohne das Ergebnis zu sehen... Nur die Chancen gesehen zu haben, würde ich sagen, ja, ganz klar, das hat Mainz mit, boah, keine Ahnung, 4-1 gewonnen. Aber nein, es steht am Ende 3-0 für die Hertha. Weil die halt einfach, naja, auch solche Schüsse wie das 1-0 da eben von Skelbred einfach reingemacht haben. Und für sowas hier einen Elfmeter gekriegt haben vor allem, das ist ja das Schlimmste. Karius sah bei, ja... 2 der 3 Gegentore nicht gut aus, dafür hat er den Elfmeter gehalten. Also können wir sagen, dass 1 von den Toren eventuell ihm zugeschrieben ist, weil 1 hat er quasi auch ganz stark verhindert. Ja, schlechtester Spieler für mich auf dem Platz war und heute auf jeden Fall Okazaki, weil der solche Chancen, wie man hier gerade sieht, daneben gemacht hat. Die muss er wirklich nur aufs Tor bringen, dann sind die drin und dann, ja, hier sowas natürlich auch merkwürdig hinten. Und ja, auf der anderen Seite Benatira war der wirklich, ich habe den... 6-7 Mal gesehen und 6-7 Mal hat er den Ball verloren. Also hat nicht einmal einen vernünftigen Pass irgendwie gebracht, dass es denen was gebracht hat. Naja, was soll man schon groß machen? Die Statistik hier sagt natürlich ganz, ganz klar, er hat die bessere Mannschaft, hat 8 Schüsse aufs Tor, wir nur 4, hat 9 Schüsse, wir nur 8. Aber wie gesagt, ich habe das, vielleicht habe ich da auch jetzt irgendwie, keine Ahnung, was Merkwürdiges gesehen, wo ihr jetzt sagt, hä, was hat der denn da gemacht? Also für mich ist das ganz klar, dass Hertha das verdient gewonnen hat. Wenn ich das Spiel so gesehen hätte, würde ich sagen, ganz klarer 4-1-Sieg für Mainz. Ich muss das Spiel aber tippen und ich glaube nicht, dass das Spiel tatsächlich so einseitig verlaufen wird, wie ich das hier wahrgenommen habe. Und ich glaube auch nicht, dass das Ergebnis so einseitig sein wird, wie die Prognose sagt. Die Prognose sagt 3-0. Ich persönlich sage, die Prognose hätte 4-1 sein sollen. Ich persönlich sage aber, dass das Spiel... ja, ich glaube tatsächlich, dass Mainz die Oberhand haben könnte, deswegen sage ich ein knapper 2-1-Sieg für die Hertha, das ist, für Mainz natürlich. Das ist mein Tipp, also ich tippe 2-1 für Mainz. Wenn das Spiel so stattfinden würde wie hier, dann würde ich sagen 4-1 für Mainz und wenn das, und die Prognose sagt 3-0 für Hertha, also wir haben eigentlich fast alles dabei, außer einen knappen Sieg für Hertha. Und ja, hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß, ich hoffe die nächste Prognose wird nicht ganz so chaotisch, ich kann mich dann hoffentlich etwas besser ausdrücken. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Also bis dann und auf Wiedersehen.